Willkommen zur Popshow. Zur Popshow. Genau, wir haben ganz viele gleiche Figuren, aber eine ist anders. Ich weiß welche. Wer findet die, die anders ist? Du darfst es verraten, glaube ich. Habe ich es verraten? Ja, man sieht zwar, es ist ein Aufkleber drauf. Der da ist ein Limited Chase Version. Vielleicht sollten wir mal erst erklären, um wen es geht. Also, wir haben hier Spike aus Buffy. Vielleicht packst du mal einen aus. Wir das haben da ganz viele von denen. Genau. Buffy! Ja, schon ein bisschen eine ältere Serie. Der Spike ist einer der Vampire, der in Buffy auftaucht. Er ist eigentlich ursprünglich ein ziemlich böser, blutrünstiger Vampir. Verbündet, hat schon Jäger getötet und kommt eigentlich, will eigentlich Buffy töten ursprünglich. Verbündet sich dann aber mit ihr, um den Angelus zu besiegen, der... Angelus sagt ja, mir jetzt nichts, aber ich habe Buffy das auch. Das ist die Böse, ist der Angel ohne Seele, ist dann böse oder ist böse oder war böse, wird gut, wird wieder böse und wieder gut. Das ist eine andere Geschichte, aber als Böse heißt der Angelus und der will die Welt, dass die Welt untergeht und da verbündet sich Spike mit der Buffy und der taucht dann auch immer wieder auf in der Serie. Er kriegt irgendwann später kriegt er so einen Chip implantiert, dadurch kann er keinem Menschen mehr wehtun, es tut ihm dann selber weh. Er kann aber noch Dämonen verhauen und das ist dann halt auch wieder eine Motivation, der Buffy zu helfen, Dämonen zu verhauen, weil er keine Menschen mehr verhauen kann. Also ich gehe davon aus, er war die Leute mochten ihn so sehr, dass sie ihn dann zu einem Guten geschrieben haben in der Serie. Ja, mehr oder weniger. Ja, er war immer der coole Hund, muss man der sagen. Er war schon immer der coole Hund. Er hat sich dann irgendwann in Buffy verknallt. Buffy hat die Buffy hat ja auch ein bisschen. Ja, aber erst, als sie von den Toten auferstanden. Ja, die Machos. Ja, dann haben wir hier eben, weil sie eigentlich ein Vampir ist, gibt es eine Vampir-Version. Und das ist aber eben eine Limited Chase. Man sieht das am Aufkleber. Ja, wenn er sauer wird, dann wird sein Gesicht auch genau, sauer. Genau, also eigentlich besser ist er cool bei den Buffy-Figuren, die Vampir-Version, weil die sonst also mal Mensch sind und dann, wenn sie Vampire werden, sind sie eben Vampire. So, wie kommen wir daran? Wie kommen wir daran? Eine Chase-Version. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Einen Limited Chase, den können wir nicht gezielt bestellen. Also dann kann man nur... da ist halt irgendwie einer von X in einer Kiste drin und wir müssen die halt kistenweise bestellen und hoffen, dass dann einer dabei ist. Also genau. Der ist schon vergeben, darum packen wir ihn jetzt auch nicht aus. Und deswegen haben wir ja auch so viele Spikes jetzt hier, weil wir natürlich Kisten bestellt haben, weil wir den Chase wollten. Gute Taktik, ja. Gute Taktik, aber das heißt, wie gesagt, es ist also schon ein bisschen ein Glück, dass man die auch kriegt. Und dann auch hat und entsprechend. Jetzt müssen erstmal Spikes weg. Genau, jetzt müssen erstmal Spikes weg. Außer jemand will unbedingt einen, dann bestellen wir einfach mal 100 Kisten. Ja, das wäre dann die andere Variante. Also, wenn wirklich Interesse besteht, halt mit uns mal Kontakt aufnehmen, dann schauen wir, was wir machen können. Genau. Genau. Der Spike.